Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir fahren heute wieder aufs Turnier. Nach Stadthagen. Ja, stimmt. Und da machen wir was? Heute ist ein ganz besonderer Tag. Also ich reite erst mit Sam eine E-Dressur. Nee, einen ersten Reiterwettbewerb. Meine ich ja. Und dann reite ich mit Noni einen Dressurreiter. Hier, seht ihr schon, wie die grinst? Freut sie sich richtig drauf. Und danach dann mit Sam nochmal die E-Dressur. Genau, und morgen dann noch ein? Springreiter. Ganz genau. Ja, und wir sitzen jetzt hier, wir müssen erstmal Mias Haare ordnen. Kann ich mir meine Haare in Ruhe lassen? Und dann gehen wir raus und machen Sam fertig. Es hat die letzten Tage ein bisschen geregnet, deswegen müssen wir, glaube ich, mal Füße waschen und so. Genau, und dann nehmen wir euch wieder mit über den Tag. Und und wir begleiten Nathalie mit Noni natürlich auch nochmal in der A-Dressur. Ja, also aufregend heute, wa? Genau. So. Ja, also hier beim Reiterwettbewerb, Mia, ist noch keine Startliste. Ja. Also eine Startliste schon, Entschuldigung. Aber bei den anderen im Dressurreiter reitest du hinten, weil zu viert geritten wird. Aber da sagte Nathalie, das wäre ganz gut. Und mit Sam reitest du vorne in der E-Dressur. Das ist ja auch mal ganz gut, oder? Ja. Obwohl das letztes Mal in Pollhagen auch hinten ganz gut ging, ne? Wann war das schon mal? In Pollhagen. Da bist du ja hinten geritten. Ja. Da ging es auch hinten ganz gut mit ein bisschen Abstand zu zweit. In Mühlen auch. Da warst du aber zu dritt. Ja, aber da war es blöd. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Weil ich war viel schneller als die anderen. Ja. Du musst heute nur aufpassen, dass du im Trab schön vorwärts reitest, der Rest und den Galopp, dass er nicht ausfällt. Ja. So. Dann. Das hat ja heute hier gut funktioniert mit dem Zopf. Dann muss ich das gleich noch einwickeln hier. Sam muss ich auch noch einflechten gleich. Aber den brauchen wir ja immer nur zwei Zöpfe. Den braucht man ja immer nur zwei Zöpfe zu machen. Das passt. Ist ja immer ganz schön. Müssen wir um 8 Uhr los oder was? 8.30 Uhr. So. Fertig. So, fertig. Ihr wisst ja, wie wir das immer machen. Einfach flechten und dann eindrehen und hier so ein Gummi drum. Das passt im Moment immer noch am besten. Nur länger dürfen sie nicht mehr werden, Mia. Jetzt holen wir erstmal Sammy zum Füße waschen, obwohl das geht eigentlich fast, aber wir können die trotzdem einmal überschrubben, ne? Also die Ohren sind nicht mehr da. Nee, das ist auch nicht schlimm. Ja, da steht keiner. Aha. Wäre ja schön gewesen, wenn Papa da hingegangen wäre. Warte, ich gehe da hin. Nee, ich gehe da hin. Stopp! Hopp, hopp! So. So, wir sind jetzt unterwegs. Vater frühstückt erstmal. Mahlzeit. Mahlzeit. Und Mia, die hört Musik. Ja, die chillt. Sam steht da ganz zufrieden und sagt gar nichts. Ja, und wir fahren jetzt mal so ungefähr eine Stunde. So, wir fahren jetzt an Georgs Restaurant vorbei. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Hat Sam sogar sein eigenes Restaurant. Aber sieht leer aus, Ralf, da ist nichts mehr. Schade eigentlich. Wir sind übrigens gleich da. In 2 Minuten. Nach 200 Metern genau. Im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Alles gut. Sehr schön. Lob ihn mal mit innen. So, genau. So, und dann kannst du angaloppieren zur geschlossenen Seite jetzt hier. Oder bei dem Schlauchding da oder so. Gut. Denk dran, genauso. Weiter. Und jetzt guckst du vorher, ob da jemand ist. Guck vorher, wo du lang willst. Jetzt abbiegen. Genau. Begrenzung schön. Ich hatte eigentlich einen Handwechsel angesagt, aber es macht ja nichts. Kriegen wir manche nicht mit. So, genau. Reit weiter. Im Aussitzen genau das Gleiche. Denk an deine Hand.
Nicht mit der Hand zu fest. Nicht mit der Hand zu fest. Dann, je mehr du ziehst, umso mehr zieht er gegen. Ne? So, guck mal. Noch ein bisschen tiefer einstellen. Dann ja bitte einmal antragen und in der Ecke anlegen. So, wir haben jetzt mal ein bisschen Manöverkritik gemacht. Der Reiterwettbewerb war halt sonderlich schlecht. Lösen die sich auch schon auf. Ja, ist so. Mia also weiß, was schief war. Das war alles nicht gut. Außer Galopp war gut. Ja, wir haben das jetzt nochmal besprochen. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen stinkig erst, weil solche Fehler nicht passieren dürfen. Passieren halt aber. Jetzt versuchen wir im Dressurreiter mit Noni das Beste rauszuholen, oder? Hm. Freust dich ein bisschen? Ja, aber ich habe auch Angst. Ja, okay. Guck mal, Mia, du hast drei Leute, die sich um dein Pferd kümmern. Ja, gut, ne? Mit Bodenpersonal muss ja stimmen, ne? Ja, das ist so. Hallo Noni! Na, wie bist du denn drauf? Hoffentlich gut. Mia hat gesagt, sie will das besser machen jetzt. Und sie hat gesagt, sie macht jetzt mal das, was du ihr sagst. Ich halte mich jetzt mal raus, Nathalie. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, klar. Wer hat von euch denn so schön eingeflochten? Nathalie. Ah, bei Noni ist wenigstens was da zum Einflechten. Jetzt ist alles weg. Ne, Noni? Das auch nicht. Ja. Ich hoffe, mach ich bei den Sattel nochmal auf. Wieso was denn? Achso, ja. Nee. Du musst dich nicht ducken, so, ich filme dich trotzdem. Ich hab da noch so ein... So, Mia, viel Spaß. So, sitzen Sie bequem, junge Frau. Ja, aber ich schmeiß Mia ja sonst immer hoch. Ja, aber ich bin nicht so leicht. Können wir ja gleich sonst noch mal gucken, aber... Kann Mia da so jetzt einfach hinreiten? Okay. Also es war eine abgebogene Leistung. Ich bin jetzt zweimal auf den Arsch getreten dabei. Und hing der Rücken gut. Du machst es jetzt, ne? Ach so, ich muss mit Eko wieder rein. Gerade im Galopp. Ja, da mal hängen bleibst. Ganz in Ruhe erstmal. Lass die ruhig erstmal unter Tempo laufen. Das kommt schon von selbst. Immer wieder mit der inneren Hand ein bisschen vor. Alter, ey, sag mal, geht's denen eigentlich gut? Ja, ich. Nee, nicht du. Du nicht. Du warst nicht gemeint. Beim Reiterwettbewerb auch? Ja, du musst so lange in die Prüfung gehen, bis es läuft. Das ist auch so. Rechte Hand, weißt du? Linke Hand, scheißegal, wo du reitest. Die reiten einfach außen vorbei. Wie reiten die zu Hause? Kennt ihr zu Hause alle auch keine Bahnregeln oder was? Da frage ich mich immer, was ist da los? Guckt nach zur Seite, merkt nicht, dass da was... Also, ehrlich, also Abreiteplätze ist ja nichts für mich. Ja. Sorry. Cool, ihr waren aber zwei Beifahrer. So. Denk immer dran, nicht festhalten. Immer ein bisschen Hand vor. Genau. Und die 38, die Mona mit ihr Würsten für den Reiteplatz.
viel Glück und denk an deine Stelle ein bisschen. Dann geht's los, die Aufgabe verfolgt. Auf der linken Hand mit dem Schritt abteilen. Abteilung im Arbeitstempo 3 und leicht warm. Och nee, ne? Geht schon los. Bisschen gruselige Sonne. Sehr gut, Lisa. Durch die halbe Bahn wechseln. Sie hält sie wieder fest. Mund zu. Mitte der kurzen Seite, Abteilung im Arbeitstempo A und ganze Bahn. Ganze Bahn. Abteilung Schritt, Mittelschritt und aus der Ecke kehrt. Einen kurzen Richterkommentar. Mal gucken, was da gleich noch rauskommt. Okay. Und ihr zwei, seid ihr zufrieden? Also, mir wurde gesagt, ich soll ein bisschen meine Zügel kürzer nehmen und meine Bügel vielleicht sind ein bisschen zu lang. Hä?
Und ich müsste im Galopp noch ein bisschen mehr mitschwingen. Im Galopp? Ja. Wo sind denn die Bügel zu lang? Ja, keine Ahnung, kürzer gehen die nicht. Vor allem irgendwann komme ich nicht mehr an den Bauch ran. Okay. Aber das haben wir richtig gut gemacht. Ja. Das war richtig gut. Ich habe eigentlich 6, 8, auch. 6, 8 ist doch ordentlich. Ist doch okay. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war schon ordentlich. Bleib mal die da stehen. Aufmarschieren. Ja, das ist immer so. Macht immer den, ne? Ja, und da wollte sie dann so schnell hinterher und dann konnte Hallo. Ich anhalten. Aber sonst war das echt gut. Ganz toll. Ich habe auch gesehen, du hast immer wieder die innere Hand vorgegeben. Das hast du richtig gut gemacht. Ja, aber hätte sie die Zügel kürzer nehmen sollen? Das kann, weil ich habe die extra nicht zu. Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, so kurz genommen, weil ich nicht wusste, gib mal nach, ne? Ob die also, damit so klarkommt. Soll ich Ja, und vor allen Dingen, du reitest vorne, wenn das so geblieben ist. Ich guck das gleich. Dann, Voll lauter Schreck, erstmal pupsen. Ich muss schon was machen dann bei mir, sonst geht die nicht. Und zwischendurch mal nachgeben. Passt das schon. Mia, reitest du Sam bitte gleich auch so? Ja, aber die war bei Noni ja eben eigentlich auch schon vorhanden. Mensch, Noni, das hast du aber brav gemacht. Ja. Hast du dir ja, einen Bonbon verdient? Im Galopp wollte sie richtig hinterher. Ja, aber das war doch gut. Hallo. Bist du zufrieden, Mia? Ja, auf jeden Fall. 6,8. Oh, einmal. Oh ja. Wird hektisch da, ja. So, du bist also zufrieden, ne? Ja. Also, ich hatte zwei Ziele. Einmal, dass ich nicht Letzte bin und einmal, dass ich durchkomme. Ja, und das hat gut geklappt. Die Übergänge waren gut. Auf jeden Fall. Das mit den Steigbügeln, das war wirklich jetzt irgendwie Quatsch. Weil länger, kürzer können die nicht, weil dann sind wir nicht nämlich auf der Pausche drauf. Ja. Und das geht nicht. Aber Galopp mehr mitschwingen, ja, das sieht aber vielleicht bei Nonis Galopp auch so aus. Das aber kann alles sein. Gut. Ihr seid, könnt das ausbauen für nächstes Jahr, ne? Ja, ich glaube, nächstes Jahr können wir Dressur gehen. Ja, da müssen wir auch gehen mit ihr. Okay, dann kannst du gleich zu Papa gehen was essen, ne? Ja. Ja, ich habe mich jetzt ins Auto verkrümelt, passe eben auf Sam auf. Das hat ja Ralf eben die ganze Zeit übernommen, als Mia mit Noni unterwegs war. Mia ist jetzt mit Papa erstmal was essen. Wir haben es jetzt 12.36 Uhr. Wir treffen uns um 13 Uhr wieder auf dem Abreiteplatz mit Nathalie, genau, und Sam geht dann ja jetzt noch eine E-Dressur. Und dann gucken wir mal weiter und ich esse jetzt erstmal mein Pudding zu Ende als Mittagessen. Genau, und dann geht's auch schon wieder weiter. So, weiter geht's mit Sam. Und das? Ist ja nicht riesig. Nein, das da. Ja. Es ist groß. So, und dann gucken wir mal, was das wird. Wir haben gesagt, Nathalie reitet Sam gleich mal eben kurz ein bisschen. Ist das gut so? Ja. Okay. Reit ihn ruhig ein bisschen enger, Nathalie. Also es fällt dir ja leicht, aber... Was soll das sein? Hast du doch letztes Mal festgestellt. Das hört sich auch mal an. Türfrei, ne? Nein, Ström. Ja, aber da bin ich Zweite dann geworden. Ich hätte die Erste werden müssen, weil die Erste sie hatte. Ja. Guck mal, Nathalie schafft das. Ja, tut mir leid. Nein, lass jetzt nicht. Reicht mir das immer unter die Nase, wenn ja. Anders das schafft. Nee, aber ich meine, die sucht sich die Lücke. Die guckt vorher schon, wo jemand ist. Ja, das ist ja die Nase oben. Ja. Ist so. Die gehört da oben, gehört es auch hin beim Reiten. Also der Eingang ist ja eine Katastrophe. Bein. Deutlich besser. Weiter. Gut.
ist gut, Mia. Lass ihn länger. Länger lassen. Gut, und nicht ziehen. Bein. Aus dem Zirkel weg. Stellung. Gut. Ja, besser.
begrüßen. Die Langzüge zu den Rechnern des Häufens. Okay. Das war voll gut. Warum reitest du auf dem Abreiteplatz nicht so? Was haben die denn gesagt? Ja, ich soll meinen Unterschenkel weiter nach hinten machen. Ja, am Pferd? Haben sie ja, recht? Ja, das geht nicht mit ja, dem doch, das Bauch. Geht. Und was haben sie was wegen der Zunge gesagt? Nö. Okay, sonst aber noch? Sie haben gesagt, dass meine Anlehnung noch besser sein könnte und ich ihn mehr stellen soll. Ja. Wie bist du denn jetzt so schnell hin? Ich bin hier rausgekommen. Aber das war trotzdem Anlehnung verbessern, ja, aber es war deutlich besser als auf dem Abreiteplatz. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich besser bin als die vor mir. Nächstes Mal ziehe ich dir die Ohren lang. Und ich nehme dir die Bügel weg. Ich hätte wirklich, glaube ich, die vor mir hätte ich besser gemacht. Ja, aber warum bist du dann nicht auf dem Abreiteplatz so geritten wie in der Prüfung? Weil das war total super. Darf du hast nachgegeben. Hä? Darf ja, was ja. Gut. Dafür. Das war, also damit kann ich total gut leben. Ja. Hättest du das auf dem Abreiteplatz auch schon so gemacht? Wäre das in der Prüfung noch besser gewesen. Du musst aufhören, vorne zu ziehen. Das war richtig gut. Freu dich. Eine 6,4 in der E hattest du noch nie. Mann. Nein, das war immer 6,3. Nein, ich hatte schon besser als 6,4. Aber ohne Ausbinder? Ohne Ausbinder nicht. Ja, und? Ja, klar. Wir gehen mal aus dem Weg. Alles gut. War super. Nee, die war noch nie besser als heute, die Anlehnung. Und ich warte hier jetzt wieder durch den Scheiß. Das war wirklich richtig gut und ich weiß nicht, warum du so unzufrieden bist. Die Konkurrenz wird auch besser. Ich verstehe das, aber das ist eine E-Dressur gewesen. Das ist kein irgendwas gewesen. Das war wirklich gut heute. Ehrlich. Ehrlich gut. Wir wollen jetzt was machen? Wir wollen jetzt da hinten wieder zum Abreiteplatz gehen, weil Nathalie gleich noch mit Noni eine E-Dressur reiten möchte. Und ja, was soll ich jetzt noch erzählen? Ja, nix, aber da wollen wir zugucken und ihr die Daumen drücken, ne? Und wir müssen jetzt hier erstmal wieder die erste Mal, gehen. Ja, ist das erste Mal nach ihrer Babypause. Ja. Letztes Jahr war sie gar nicht los, dieses Jahr auch nicht. Von daher müssen wir mal gucken, was da draus wird. Mia hat sich auch ein bisschen beruhigt. Eigentlich war das mit der E ja ganz gut, ne? Ja. Das war die beste Note bisher. Alles gut. Ja. Und du hast noch Hunger, hast du gesagt, ne? Ja. Und Papa bleibt mit Sam beim Anhänger, dann klappt das doch. Junge Frau, wie kommst du da drauf, dass wir weg sind? Weil ihr so lange gebraucht habt. Naja, aber du reitest ja nicht ewig ab. Nee. Und da habe ich gedacht, so lange kann ich im warmen Auto sitzen. Außerdem haben wir gegessen. Verstehe. Schon wieder. Und einfach gequatscht. Ralf, der pennt jetzt eine Runde. Sam ist total ruhig. Manchmal geht das nicht. Wenn du morgens um 5 los musst, dann randaliert die ganze Zeit. Da kriegst du immer die Krise. Ja, Noni. Kann ich jetzt so ja diese kleinen Löcher kürzer gemacht. Ja. Und ist besser? Ich ja. Ja, probier's aus. Gut. Viel Spaß. Ja, warum? Weil die da gerade ist, stand da auch echt so noch ein Motto. Ja, das glaube ich. Oh, falsch rum. Ja, hast Glück gehabt, ne? Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Drücken wir mal die Daumen. Was meinst du, wie kommt wie schnell das geht? Ah. Okay. Unser Eins hat damals auch so Brettern springen gelernt. Grüße. Abteilung zu einem Rechtabend im Arbeiten der Rotrad. Abteilung rechtsrum Marsch. Abteilung linksrum Marsch. Das kann ich jetzt wieder. Abteilung, dann muss jeder für sich. Das ist so. Das war jetzt vor. Das ist ein Vorrat, ja. Hä? Leicht war. Anfang Schlangenlinie durch die Bahn, vier Bögen mit Fußwechselwaffe, weiter der Mitten.
ausgrenzen. Abteilung Schritt, Mittelschritt. Durch die ganze Bahn wechseln, dabei Schritte verlängern. Im Arbeitstempo. Auf den Mittelzirkel bringen. Ja, finde ich auch. Kann man nicht meckern, ne? Das sieht doch nicht mehr viel aus. Das war auch ganz anders. Auf dem Zirkel drin. Jetzt reitet sie das, was sie eben hätte reiten müssen. Linke marschiert auf. Ja. Das hat sie verwechselt. Anfang. Zweimal verritten. Grüßen. Und die Zügel langlassen, um zu den Richterinnen zu kommen. Das war wirklich schön. Gut. Wir warten nun für das letzte Paar, die Nummer 38 der Elite, die 6,5. Und die Bremse vorne, weil die wollte halt einfach laufen, ne? Ja. Aber es war jetzt echt nicht schlecht sonst. Die war ja schon. Ich fand es aber trotzdem ein bisschen besser. Im Mitteltrab hätte mehr kommen können, aber das ist schon, also auf Turnier, wenn die so spannend ist, dann ist das schon das, was kommt. Ja. Aber ich hätte doch auch eine 6,8 oder so. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Also da hätte ruhig ein bisschen mehr kommen. Was? Ein Leckerli geben. Hatte ich doch kurz schon. Du, die kannst du bei Heino in den Schrank schmeißen. Die nehmen wir Montag wieder mit. Okay. Oder nehme ich Montag wieder mit. Ich komme ja Montag alleine. Ich habe Montag meine erste Stunde bei Birgit. Mein Kind ist nicht da. Und bei meiner Freundin. Ich darf dann die Stunde von ihr übernehmen. Das heißt, Larissa, wenn du früh genug da bist, dann kannst du mich noch sehen. Ja, jetzt muss die kratzen. Obwohl, warum habe ich das jetzt gesagt? Das weiß ich nicht, damit wir alle kommen. Ich habe Urlaub. Oh nein, jetzt ernsthaft? Ja. Na gut. Hast du das jetzt gesagt, damit wir alle kommen? Nein, habe ich nicht. Was? Ich habe gefilmt. Kann ich gucken? Ja, ich schicke dir das nachher auch alles rüber, ne? Ja. Okay, also macht was. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ja, alle. Tschüss. Tschüss. Ja, voll. Kannst du nicht mal vorwärts reiten oder was? So, jetzt steht hier unser Auto fast Mutterseelen alleine. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier wegkommen. Aber ich glaube, bis jetzt ist der Trecker noch nicht in Gang gewesen, ne? Zum Wegschleppen.
Aber es hatten auch viele, glaube ich. Allrad, ne? Haben wir nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Sam schläft nicht. Der steht hier. Und. Hey Diggi, wollen wir nach Hause? Ja? Feini. Fahren wir nach Hause, Mausi? Ich will ihm noch ein Bonbon geben. Dann gib ihm mal noch ein Bonbon. Warte. Warte. Soll ich jetzt? Moment. Warte gut. Warte gut. Jetzt? Jetzt. Guck mal. So, dann machst du die Tür bitte wieder zu. Ganz toll gemacht. So. Ein Fein. Oder? Irgendwo bin ich jetzt reingetreten. Jetzt wollen wir aber los. Ja, jetzt wollen wir los. Ansteigen. Ja, ja. Also, siehst du, Vater, alles halb so schlimm. Wir sind gleich weg. Ja, genau das wollte ich Ihnen sagen. Gib mir mehr Gas. Mehr Gas geben kann ich nicht. Egal. Auf Schachtstraße nach Westen starten. Nein, tust du nicht. Es geht weiter. Geht weiter. Du hast die Kamera an und hältst sie da unten hin. Du sollst da oben hinhalten, Mann. Ich das brauche ich nicht. So, soll ich jetzt rechts oder links oder wo lang? Ich zeige euch mal was. Da ist jemand total platt. Reiten an der frischen Luft macht müde. Hey! Da ist was. Ja, wir haben jetzt erstmal alle eingedeckt. Heute Nacht wird es kalt mit 8 Grad. Geschoren wird nächste Woche. Und dann gucken wir mal.